Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. So Leute, es geht weiter mit der Lighted Wars Challenge und zwar diesmal auf dem Planeten Aquas. Ja, da haben sich sicherlich einige schon drauf gefreut. Und zwar habe ich da eine Challenge bekommen, von zwei Leuten, die relativ ähnlich waren. Und zwar einmal vom lieben Emperor Farful und von Shadow Soul 1305 oder Shadow 1305. Genau. Von dem hatte ich ja schon mal eine Challenge gemacht, aber in Kombination dessen, dass der liebe Emperor Farful sich das auch so in der Art oder so ähnlich zumindest gewünscht hat, gehe ich das jetzt mal an. Und zwar geht es um Folgendes. Auf Aquas alle Gegner ignorieren. Emperor Farful hat, glaube ich, geschrieben, bis auf 5 Gegner dürfte ich alle ignorieren. Shazo wollte, dass ich alle ignoriere. Und ich denke, so werde ich das auch machen. Das Ganze noch im Profi-Modus. Da wurde mir, glaube ich, zwar von beiden der Schwierigkeitsgrad freigestellt, aber ich will es mal im Profi-Modus probieren, inwieweit ich da durchkomme. Das sollte nämlich eigentlich machbar sein. Ja. Außerhalb beim Boss selber, da muss ich dann logischerweise, den Boss kann ich nicht skippen, nicht so wie auf Meteo. Den muss ich leider machen, den muss ich abballern. Da bleibt es mir aber freigestellt, ob ich auch die Gegner besiege, die auf ihm drauf sitzen. Also er hat auch oben noch so Komponenten, die man abballern darf. Und ich glaube, die lasse ich dann auch einfach mal stehen. Ich guck mal, wie ich das schaffe. Auf jeden Fall gehen wir es einfach mal an. Auf Aquas! Star Fox, I want you to take out the enemy bioweapon. Ja. General Pepper sagt nämlich auch schon, er will nur, dass wir die Biowaffe zerstören. Er hat nicht davon geredet, dass wir die anderen armen Fischis zerstören sollen. Deswegen lassen wir sie einfach in Ruhe. So, Aquas, Leute. Ein unheimlich dunkler Planet. Ein böser Planet. Einer der schwierigsten Levels, vor allem im Profi-Modus. Wirklich eines der schwierigsten Levels und ohne sich zu wehren, wird es unheimlich schwer, sich hier durchzuschlagen. Erst recht im Profi-Modus. Also, deswegen, das ist nochmal eine zusätzliche Challenge. Da mache ich es mir dann nochmal ein bisschen schwieriger. Schwierigkeitsgrad wurde mir ja freigestellt. Und das geht hier schon, uiui, geht hier schon ordentlich zur Sache. Gegner hier am Leben zu lassen, ist definitiv kein Vergnügen. Zumal uns das auch die Möglichkeiten gibt, zur Not wieder Energie aufzufüllen. Bis auf beim Checkpoint. Jetzt fahre ich hier mal so eine Route ab, wie ich sie selten abfahre. Normalerweise nehme ich ja immer so ein bisschen die Bögen, so dass ich möglichst viele Gegner treffe. Und jetzt fahre ich auch mal oben lang. Oben drauf! Scheiße. Das war dämlich. Da hätte ich in die andere Richtung ausweichen müssen. Jetzt habe ich jetzt schon relativ viel Energie verloren. Ah. Das geht im Profi-Modus aber auch wirklich schnell. Ihr habt das gesehen, mit einer Explosion ist schon ein Drittel meiner Energie weg. Fast ein Drittel. Diese Seesterne sind ganz schön heftig. Eventuell werden die auch nochmal bei einer anderen Challenge von ganz besonderer Bedeutung sein, diese Seesterne. Da habe ich auch noch eine schöne bekommen. Da muss ich mal schauen, wann ich die mache. Wow. Look at that. It's beautiful. Beautiful. Aber ich fand es, wie gesagt, sehr schön, dass ich für Aquas auch mal Challenges bekommen habe und sogar wirklich ein paar. Hat mich gefreut. Ja, Slippy, das hast du echt mal ausnahmsweise mal gut gemacht, dieses U-Boot. Naja, Falco kann es mal wieder nicht zugeben. So, aufgepasst. So, und jetzt kommt gleich die hammermäßige Stelle, die relativ schwierig wird. Ohne, dass man hier Gegner abballert. Weil jetzt kommt wirklich... Ja, genau, das müssen wir hier auch wirklich machen. Andernfalls haben wir hier keine Chance. Wir barrelrollen uns hier ohne Ende jetzt, weil... Sonst wird das hier nichts, hier durchzukommen. So, den Checkpoint darf ich nehmen. Den nehme ich dann jetzt auch mal, dann schaffen wir das auch schon. Es ist ja keine No-Damage-Challenge oder sonst was. Ich muss einfach nur durchkommen und darf keine Gegner abballern. Das passt schon. Insofern bin ich froh, dass ich den Checkpoint nehmen darf.
Nö. Was soll da hinter mir schon kommen? Du meinst so ein riesengroßer Scheinwerfer? Fischi! Ja, ich darf sie aber nicht benutzen, Slippy. Das ist ja die Scheiße. You're the best, Slippy. Du bist ein Arschloch, Slippy. Scheiße, da hab ich nicht aufgepasst. Oh, wie dämlich war das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt heißt es aufpassen. Das sind auch nochmal zwei relativ schwierige Stellen jetzt hier. Und da sollte ich durchkommen. Oh, ah, da werde ich vielleicht mal... Na! Oh, gut. Gut. Es war gut, da den Turbo einzusetzen, definitiv. Vielleicht ein bisschen präziser sein können. Oh, diese Seesterne machen mich fertig. Da bist du nicht der Einzige. Okay. Bremse einsetzen, Bremse, Bremse, Bremse. Ja, 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 schon klar. Oh, lasst mich doch alle mal in Ruhe. So, wir schwimmen mal hier oben lang. Normalerweise schwimme ich immer durch diesen Bogen. Vielleicht hätte ich das diesmal auch tun sollen. Ja. Wo kam das denn her? Oh, da werde ich mir beim Boss aber wieder Energie holen müssen gleich. Sonst schaffe ich das nicht. Obwohl. Eigentlich, wenn ich hier Highscoring betreibe, dann habe ich öfters mal so viel Energie nur noch beim Boss. Das sollte eigentlich hinhauen. So, hier oben drauf hat er, wie gesagt, so drei... Ja, wie so Schlote eigentlich, kann man sagen. Und die lasse ich jetzt mal in Ruhe. Da kommen zwar jetzt regelmäßig Gegner raus. Da war ja noch ein einfacher Gegner. Der ist normalerweise nieder. Normalerweise baller ich den ab. Okay, okay. Das wird schwierig. Wenn ich die Gegner da oben ignoriere, wird es echt schwierig. Jetzt muss ich mich zusammenreißen. Jetzt muss ich mich echt zusammenreißen. Oh, die Kameraübersicht ist aber auch gerade echt blöd. Oh, scheiße, 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 scheiße. Der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Oh. So, jetzt sind die Gegner da oben schon mal weg. Jetzt sind die Steine unser größtes Problem. Oder Perlen. Ein Paradies für jeden Perlentaucher. Und stipp, 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 stipp. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und da ist Energie. Es ist kein No-Damage-Run. Ich darf sie sammeln. Und das werde ich jetzt auch tun. So, okay. Aufgepasst, 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 aufgepasst. Ja, geschafft. Sehr schön. Wir haben es gepackt, Leute. Wobei ich unter diesen Bedingungen gegen den Boss zu kämpfen eigentlich, wirklich, wie gesagt, wirklich gewohnt bin. Dadurch, dass ich hier öfters mal wirklich das Highscoring früher betrieben habe und da öfters mal so gewagte Aktionen drin waren, dass ich meistens nur noch sehr wenig Energie beim Boss hatte, manchmal sogar gar keine mehr. Wow, aber wir haben es geschafft. Das ging sogar. Thanks a lot, Peppy. I'll take the sky any day. Peace, Falco. You too. Da 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 da
Boah. Hallo Zones. So, okay Leute, wir haben es geschafft. Challenge bestanden. Emperor Farfall, Shadow 1305. Ja, Shadow, Emperor, ich bedanke mich für eure Challenge. Das hat Spaß gemacht und was das Wichtigste ist, ich hab's gepackt. Okay, also bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk AP.